Museums der Tastatur und Spielfilm Convention gibt es wohl nichts, was es nicht gibt. Mein Kollege Jerome Baldacci hat die Körper 5 ganz genau unter die Lupe genommen und schnell festgestellt, wer schön sein will, muss wohl doch etwas leiden. Tattoos und Piercings sind ein Körperschmuck für Überzeugungstäter. Die zweite Ingolstädter Tattoo- und Piercing-Convention bot für Künstler und solche, die Kunst gerne auf ihrem Körper zeigen, die perfekte Bühne. Während die Verewigung von Bildern und Symbolen versammelten sich in der Halle der Bezirkssportanlage Nordost. Por primera vez en la televisión en Bayern. Tatsächlich war die Tattoo- und Piercing-Convention ein Eldorado für Tätowierer und solche, die sich gerne tätowieren lassen wollten. Eine martialisch anmutende Atmosphäre mit düsteren Gestalten, aber ganz im Gegenteil, aufgeschlossen und höflich, egal mit wem man sprach. 55% seiner Körperfläche sind tätowiert. Und wie viele Piercings er hat? Weiß ich gar nicht. Ich nehme ab und zu nochmal welche raus und dann tue ich sie wieder rein, wie ich Lust habe. Wie es mich nervt. Mein auch gleich auch irgendwo hängen. Ne? Eine Messe für Darsteller und Selbstdarsteller, bei der sich ein Blick hinter die Fassade. Hehehehe